What's up? Moin Leute, wir waren Uri am Start in einer weiteren Runde World of Tanks und wir sind nicht allein. Nein, 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 wir sind unterwegs mit Mr. Merp und O'Hare. Oder O'Hare? Ich bin mir noch nicht hundertprozentig schlüssig, wie man das ausspricht. Er hat es mir zwar schon unzählige Male gesagt, aber ich, ja. Alte Gewohnheiten und so, ne? O'Hare ist im KV-1 unterwegs und Mr. Merp in seiner frischen neuen Su-85 und wir sind auf Polargebiet mit unserem Churchill. Wir sind derzeit Top-Tier Heavy Tank und dieses Ding, habe ich heute gelernt, kann eine ganze Menge. Verflucht nochmal. Vorher bin ich mit dem Ding immer rumgefahren und irgendwie habe ich nichts geschissen gekriegt mit dem Teil. Aber ganz ehrlich, die Panzerung ist ziemlich gut. Die Schussrate mit 4,6 Sekunden, wenn mich nicht alles täuscht, ist ebenfalls gut. Und 145 mm Durchschlag und 135 durchschnittlicher Schaden ist auch schon mal eine richtige Hausnummer. Selbst die Goldmunition mit 202 mm Durchschlag und 135 durchschnittlichen Schaden darf man auf gar keinen Fall unterschätzen. Und oh mein Gott, O'Hare hat da schon einen richtig dicken Treffer kassiert vom KV-1, wie es ausgesehen hat. Aber dieser T28 da vorne wäre ein besseres Ziel gewesen. Wäre schön gewesen, wenn ich da einen Schuss auf ihn hätte draufsetzen können. Aber stattdessen bewegen wir uns mal ein bisschen weiter nach vorne, um diesem KV-1 ganz knapp vor O'Hare noch einen reinsammeln zu können, bevor dieser unser Schussfeld blockiert. Glücklicherweise haben wir ihn da nicht gekettet. Und wir können hier erstmal ein wenig aufatmen, in Ruhe unsere Zeit nehmen und versuchen, in eine etwas bessere Position vielleicht reinzukommen. Wie zum Beispiel an diesem Stein, der es mir erlaubt, den KV-1 da an der Stelle rauszunehmen. Er hätte zwar auch auf uns schießen können, hat sich aber anscheinend dazu entschieden, auf den 301H drauf zu schießen, was auch nicht übel ist, denn er garantiert dadurch, dass er durchkommt, Schaden macht, Erfahrungspunkte kriegt, sowie Güldenes Silberchen. Golden Silber quasi. Das, was ich momentan am meisten brauche, Silber. Aber leider nicht habe. Entschuldigung. Dafür haben wir auf jeden Fall herausgefunden, dass da hinten ein KV-1 steht, der sehr, sehr gerne, wie es aussieht, mit APCR schießt. Allerdings auch gerne mal nicht durchkommt, oder? Nee, das war der Cruiser, der nicht durchgekommen ist. Der KV-1 ist weiterhin durchgekommen. Immer noch mit APCR. Anscheinend hat er das Gefühl, dass er APCR schießen muss, weil er sonst nicht durchkommt. Dabei ist der KV-1 eigentlich eine sehr, sehr gute Maschine, die auch durchaus in der Lage ist, so durch einen Churchill durchzukommen. Dieser KV-1 dagegen schießt mit AP und kommt wunderbar durch uns durch, wie man sieht. Und der andere Churchill schmeißt quasi einfach nur mit Gold gegen uns. Und er trifft auch nicht jeden Schuss, wodurch er auf jeden Fall Verlust gemacht hat im Game. Würde ich einfach mal vermuten. Allerdings werden die beiden KV-1 ziemlich zeitnah rausgenommen, was gut ist für uns. Wir können so nach vorne pushen und ich ping erstmal den T1 an, ziele komplett ein und schieße. Es war knallhart über das Heck von ihm drüber. Konnte den letzten Schuss dann noch ansetzen, habe ihn sogar angezündet, um ihn dann durch ein kleines nettes Lagerfeuer rauszunehmen. Ich war an der Stelle etwas verwirrt und habe den O'Hare gefragt, ob er vielleicht das Feuer gelegt hat, weil sein Schuss ganz knapp hinter meinem reingekommen ist. Aber es war doch meins am Ende gewesen. Langsam aber sicher mit 3 Kills und 1226 Schaden rollen wir hier vorwärts. Wir möchten natürlich liebend gerne noch ein wenig mehr vom Gegnerkuchen abhaben, aber es sind nur noch 3 Stück übrig. Ein BT-7 Art, der wahrscheinlich schon weiß, dass er so gut wie hinüber ist. Eine Su-58, die sich immer noch oben an den Hügel irgendwie dran klemmt. Und ein T25 Tomädchen, was gerade gerudelt wird von diversen Panzern. Und er schafft es trotzdem noch, den B1 rauszunehmen. Also Respekt da für ihn. Auf die Su konnten wir leider nicht mehr draufballern. Die kam dann doch etwas zu kurz. Und das war's dann schon. Eine schöne Runde im Churchill. Richtig schöne Maschine, sehr, sehr nice. Also ich muss sagen, wenn man die ganz leicht anwinkelt, kann man einiges an Abpraller produzieren. Natürlich gibt es mehr als genug gegnerische Fahrzeuge, die auch mit normaler AP-Munition gerne mal durch die untere Wanne durchkommen. Allerdings gilt es ja sowieso, diese bei quasi jedem Panzer, außer der Maus vielleicht, zu verstecken.
Schauen wir uns mal an, was das Ganze dann am Ende noch gegeben hat. Am Ende war es das Überlegenheitsabzeichen zweiter Klasse, der Brandstifter, und wir haben noch schön die Stahlwand dazu bekommen, indem wir einiges an Schaden gebounced haben, aber wir haben auch 1226 Schaden gemacht, 3 Kills gekriegt und dafür 688 Standarderfahrungspünktchen bekommen, und dafür mussten wir 12 Schüsse abfeuern, 9 davon haben getroffen und 9 sind durchgegangen, und daran sieht man es, richtig platziert sind die Schüsse von einem Churchill nicht zu unterschätzen. Wir haben 1000 Schaden bei Panzerung geblockt, was uns natürlich die Mittelstahlwand gegeben hat, und wir haben 26.999 Standarderfahrungspünktchen gekriegt. Mit dem Daily Double waren es nochmal ganze 2000 Erfahrungspunkte. Ja, ich hoffe, euch hat die Runde gefallen. Wenn ja, dann lasst doch einfach ein Däumchen nach oben da. Wenn du eine richtig geile Runde in einem Panzer hattest, warum lädst du das Ganze nicht einfach auf wotreplays.eu oder .com hoch? Link in der Videobeschreibung. Anschließend kannst du mir das Ganze als PN in YouTube zuschicken oder an meine E-Mail-Adresse. Diese findest du ebenfalls in der Videobeschreibung. Ich werde mir das Ganze dann angucken und ein Video daraus machen. Ansonsten wünsche ich dir natürlich noch viel Spaß beim selber zocken. Man hört und sieht sich. Bis dahin. Ciao, ciao.